Willkommen beim Austro-Podcast. Stark wie ein Fels. In der wunderbaren Welt des Austro-Pop. I am from Austria. Also Austro-Podcastl ist wieder da. Ja, es gibt uns noch. Und dadurch, dass das weltweite Internet ja nichts vergisst, ja, können wir uns ja immer wieder noch an die alten Folgen erinnern. Aber es gibt neue. Warum? Weil es auch neue und gute Musik gibt. Und entsprechend freuen wir uns auch, die Susanne an meiner Seite. Und ich darf in alter Tradition fragen, Frau Christek, sind Sie da? Ich habe jetzt schon die ganze Zeit gewartet, dass der Satz kommt. Ja, ich bin hier. Ja, das freut aber mich sehr ganz schön besonders. Man muss immer ein bisschen herumvariieren. Nicht? Ich meine, entschuldige, man wird ja älter und reifer. So, und jetzt ist die große Frage, wem haben wir denn heute als Gast? Du weißt es sicher, Susanne. Soll ich jetzt ein Rätsel machen oder soll ich Du sollst das anmoderieren. Ach so, also ich muss trotzdem ein Rätsel machen. Ich habe gegoogelt vorher auf popkultur.de, weil ich neugierig war und schauen wollte, wer sind die erfolgreichsten österreichischen Musiker ever. Ever. Musikerinnen? Nein, ich habe allgemein komplett. Also ohne Stern, da doppelt. Genau, auf Platz 1 ist Raf Camora, auf Platz 2 ist Udo Jürgens und ich bin so stolz auf Platz 3. Du schaust jetzt so, als würdest du es gar nicht wissen. Na wirklich, Christina Stürmer. Wirklich? Ja. Wow. Großartig. Also wir gratulieren an dieser Stelle für diese Google-Wertung. Nein, das war wirklich, weil da ist ein Ranking gemacht worden, ganz kompliziert aus verkauften Tonträgern, aus Preisen, die man gewonnen hat, aus Nummer 1 Hit und da wird so ein ganz kompliziertes Punktesystem und tatsächlich stark. Ja. Da ist Udo Jürgens nicht zu viel. Udo Jürgens ist was? Platz 2. Auf Platz 2. Mhm. Und Falco? Nach dir. Nach mir. Alle nach dir. Stork. Stork. Respekt. Yeah. Na, was sagst du? Wir bleiben trotzdem beim Du. Wir bleiben heute unbedingt beim Du, unbedingt. Liebe Christina, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Freut uns wirklich ganz besonders, weil wir blicken ja mittlerweile auf 22 Jahre Christina Stürmer zurück. Was ist da passiert? Wie lange habt ihr Zeit? Im Schnelldurchgang. Ich versuche es. Naja, meine Karriere, wie ja viele wissen, hat begonnen beim ORF in der Castingshow Starmania. Und da wollte ich dann einfach am Schluss meinen Dickschädel durchsetzen und habe einen Song gesungen, wo ganz, ganz viele dagegen waren, weil alle immer gemeint haben, Englisch musst singen, aber ich wollte Sportfreunde Stiller ein Kompliment singen und viele sagen, das hat mir den ersten Platz gekostet. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Wie auch immer, auch jetzt, 22 Jahre später, bin ich so froh, dass ich genau das gemacht habe und dass mein Dickschädel mich so weit gebracht hat einfach. Weil ich mache noch immer deutschsprachige Musik und ich liebe das einfach. Und ich habe in Ruhe einfach, oder mehr oder weniger in Ruhe, mein Ding dann machen können. Weil sie ja jegliche Medien damals vor 22 Jahren dann auf den Erstplatzierten, auf den Michi Tschuknall gestürzt haben. Mhm. Und ich so eigentlich so nebenbei, so entspannt in Brunn am Gebirge, Ich lebe aufgenommen habe, damals im kleinen Studio beim Alexander K. Und dann ist das Ganze seinen Lauf gegangen. Ja. Dann habe ich, weiß ich nicht, das ist auf Platz 1 gegangen. Und dann habe ich, glaube ich, ein Jahr später, oder was, 2 Jahre später, weiß ich nicht, in der Stadthalle, ich glaube, da waren 11.000 oder irgendwas zwischen 11.000 und 13.000 Menschen. Habe mich immer gefragt, wieso ist das in Österreich so groß, aber in Deutschland kennt mich keiner. Und da war dann damals auch die Plattenfirma sehr dahinter, dass einfach die Deutschen das auch mitkriegen, dass es die Christina Stürmer da gibt. Und dann ist 2005 in Deutschland Schwarz-Weiß rausgekommen, das Album. Und dann ist es auch dort, lustigerweise wieder mit Ich lebe, auch dort durch die Decken gegangen. Und seitdem toure ich und mache Alben
Und genau, und so sind 22 Jahre vergangen. Und zwischendurch ist natürlich auch ein bisschen was passiert, wie ein Bon Jovi und ein paar Preise und zwei Kinder und alles Mögliche. Fahr das mal nicht vorhin. Und der Hund. Und der, nein, der Hund, das war nur der Nachbarshund. Also, aber Christina, ich möchte noch einmal auf dieses Starmania-Teil zurückkommen. Höre aber dann bald damit auf. Erstens, meine persönliche Meinung, du hast das wunderbar geschafft, dich sofort von diesem Starmania-Ding zu emanzipieren. Das war großartig, das war die beste Idee ever. Ja, nur nicht gewinnen. Ja. Und dann habe ich damals, und ich kann mich erinnern, ich bin damals im Z1 gestanden, habe dort gesessen und habe mir das alles angehört. Und ich habe auch diese Stimmen nicht verstanden, warum du Englisch singen sollst, wenn man damals schon gewusst hat, dass gerade in Deutschland diese Deutsch-Pop-Bands alle am Durchbrezeln waren. Ja, das war ja damals, ich glaube, Sport von Stille waren kurz vorher, kurz vor dem Finale, weil ja eben, das war gerade groß, genauso wie Wir sind Helden, und ich habe das halt damals, jedes Mal, wenn ich von Oberösterreich nach Wien gefahren bin, dann ins Studio, ist in meinem Show ist natürlich mit voller Lautstärke Sportfreunde Stille und Wir sind Helden gelaufen. Ja, war Juli und wie sie alle geheißen haben. Also eine Band mit einer Sängerin, ja, die Deutsch gesungen haben, das war in Deutschland einfach auch gesagt. Und wenn man weiß, das ist das Austro in Delay, dass das alles immer ein bisschen später zu uns kommt, dann warst du da perfekt positioniert. Also, mich freut's. Mich auch. Sehr. Ich habe das damals bewundert, ich habe das sehr gescheit gefunden. Aber was heißt Z1? Du bist das ist, Entschuldige, das war das große Studio beim ORF oben. Ja. Das ist das große Fernsehstudio, wo diese großen Veranstaltungen gemacht worden sind damals. War deine Familie mit damals beim Finale dann? Die waren mit. Und lustigerweise waren meine Freunde auch damals mit. Also ich bin ja in Altenberg, Berlins groß geworden und die ganzen Freunde von mir damals waren mit. Und die haben sich denen in ihren Gesichter gesehen, wie sie die gefreut haben, wie es geheißen hat, der Star des Jahres, Starmania-Gewinner ist, Michael Tschuknall, die sind auszuckt. Wirklich? Ja, weil die in ihrem Kopf gehabt haben, geil, jetzt hat die Christina wieder mehr Zeit für uns, jetzt kommt jetzt kann wieder Party machen. Ups. Du, wie ist den Eltern gegangen? Weil ich war jetzt zum Beispiel bei, jetzt gibt es ja gerade wieder die große Chance, heißt das, auf ORF. Ja, ja. Ich war bei einer Aufzeichnung. Und da war eine finnische Sängerin und die war großartig. Die ist am Klavier, wunderschöne Stimme. Und sie hat gesagt, sie ist erst seit einem Jahr in Österreich. Also ich habe gewusst, die kommt sicher weit. Und dann, das hat mich so berührt, weil ich mir gedacht habe, die Eltern sitzen jetzt ganz allein in Finnland und können nicht dabei sein. Wie alt war die? 22 oder 20 oder so, ja. Ja, das ist die meiste Zeit im Jahr dunkel und da können sie sich in Serien anschauen. Entschuldige, also die tun mir jetzt nicht leid. Aber weißt du, bist deinen Eltern, weil ich mir vorstelle, meine Tochter steht da, ich glaube, sie würde die ganze Zeit durchweinen vor Rührung. Nein, meine Eltern haben sich, was das anbelangt, sehr gut im Griff. aber ich glaube, für meine Eltern war das alles andere rundherum sehr arg, weil wir ja doch aus einem Kaff kommen. Ja. Und diese große Medienwelt, und also wir sind eher, also alle in unserer Familie sind eher auf der schüchternen Ort. Ja. Und das ist. Das war ja auch bei mir bei Starmania. Ich habe ja, glaube ich, diese Rolle gehabt in diesen ganzen 12 Finalisten der grauen Maus, der schüchternen grauen Maus. Okay. Weil ich bin ja nie wirklich großartig aus mir herausgegangen, sondern immer, wenn ich gesungen habe, dann war alles frei, dann war ich laut. Aber sobald das Lied aus war und der Ton der letzte gespielt wurde und die Arabella mit mir irgendwas geredet hat, war dann, ja, aha. Danke. Aber das ist ja interessant, dass das beim Singen dann ganz anders ist, oder? Das fühlt sich dann anders an, oder? Das ist wie so ein Schutzmantel dann quasi. Genau. Da war dann halt einfach, beim Singen habe ich mich einfach so dermaßen wohl gefühlt und da, keine Ahnung, da habe ich gewusst, das fühlt sich gut an, das kann ich. Und da denke ich nicht so viel drüber nach, was passiert. Da war für mich auch immer klar, wenn ich mich versinge, okay, ich habe kein Problem damit. Im Gegenteil, beim Reden war es immer wahnsinnig schwierig, aber die ersten Konzerte, also das ist jetzt nach 22 Jahren so viel Red gerade,
Hätte ich mir vor 22 Jahren nicht vorgestellt. Aber also, hast du da was gemacht dann? Weil, oder hast du da irgendein Training gemacht oder so? Weil es gibt zum Beispiel im Buchbereich für Autoren so Angst vor Lesungstraining oder so. Nein, ich glaube, das war einfach dieser Crashkurs nach Starmania, einfach weil ja so viele Medien von mir irgendwas was wollten. Und dann haben sie ja viel drüber aufgeregt, weil ich ja nur Ja und Nein sage bei Antworten. Und dann auch bei Konzerten, da war halt oft nur Danke. Das nächste, und das nächste Lied heißt. Genau, das nächste Lied heißt. Oder auch selbst, wenn ich jetzt mir die Aufnahmen anschaue von der Stadthalle 2004, das war ja alles, das habe ich mir vorher alles zurechtgelegt, jede Bewegung und alles. Und das war also jetzt im Nachhinein sehr, sehr lustig, das anzuschauen, auch was ich spreche. Und jetzt, natürlich, man wird älter, man hat mehr Erfahrung. Ich habe in den 22 Jahren doch das eine oder andere Interview gehabt und war es einfach viel besser, damit umzugehen. Und wenn ich mir in einen Strudel rede, dann rede ich mir in einen Strudel. Sehr wurscht. Ich finde das sehr sympathisch, weißt du, beim Publikum. Aber ich stelle mir das eh schwer vor. Du hast ja sowas geschrieben, glaube ich, auch für andere Künstler, so ja, was sie reden auf der Bühne, oder? Ja, was sie reden. Wie heißt man nennt das ein Bühnenbuch. Ja, danke. Ja, also mit Moderationen im Fernsehen und alles. Weil im Fernsehen ist ja in den meisten Fällen alles geskriptet. Vor allem in den großen Shows, wenn du nicht der Gottschalk bist oder was. Ja. Da musst du wissen, wo du stehst. Da ist ein X festgepickt am Boden mit Gafferbandel, so Dings, du weißt, du musst da stehen, weil wenn du ruhig. Ja, aber das ist ja ganz klar, dass das sein muss, aber natürlich beim Live-Konzert ist es egal. Und wenn ich meine Ansage einmal 5 Minuten ist, dann ist 5 Minuten und wenn es einmal nur eine halbe Minute ist, ist es auch. Also da ist man das natürlich ist ein bisschen freier wie in bei einer TV-Sendung. Ja. Aber du musst natürlich wissen, auch bei der Bühnenshow ist es auch wichtig, dass man aufpassen muss, wann fangen die vorne aus, sich zu bewegen. Naja. Verstehst du? Weil dann gehen wir eine rauchen oder so. Oder? Die Leute, ja. Weißt du, gehen wir eine rauchen oder ich gehe aufs Häusl oder so. Das ist immer ein kritischer Moment. Ja. Das muss man irgendwie im Schirm haben. Aber pass auf, noch einmal zurückkommen. Der vor dir am zweiten Platz liegende Udo Jürgens, von dem Ranking, was wir jetzt gehört haben, der hat einen legendären Manager gehabt. Das war ein gewisser Hans R. Bayerlein. Ja. Leider schon verstorben. Und von Bayerlein gibt es einen Satz, den ich mir sowas von gemerkt habe, den er mir einmal gesagt hat. Das Showgeschäft ist keine parlamentarische Demokratie. Ja. Jetzt frage ich mich, was macht es mit einem jungen Menschen, der mit 20, 21 jetzt so da quasi ins Business hineinkatapultiert wurde, mit allem, was dazugehört, der vorher aus der Buchhandlung gekommen ist, und heute 22 Jahre später, wie hast du das seelisch hingekriegt, dass da auf einmal Leute da waren, die das irgendwie auch gesagt haben, das musst du machen und das. Ja. Schwierig. Eben, von der Buchhandlung kommend, grün hinter den Ohren, was das ganze Musikbusiness anbelangt, ich war sicherlich zu Beginn sehr naiv, also gerade weil ja noch der Castingshow war ja liiert mit dem Lukas Perlmann Schlager und dann wollten natürlich gerade viel. Stimmt, danke. Ihr seid in der Sendung zusammenkommen. Genau. Der jetzt Musical darstellt. Genau, und mit der Maschan verheiratet ist und Kinder hat und alles. Ja. Und das war damals, also jetzt im Nachhinein, wir haben überhaupt null zusammengepasst, aber damals war es halt einfach, wir waren da im gleichen Ding da drinnen und da hat man sich halt lieben gelernt. Der Rennbahn-Express war Tüdingen, war sicher happy. Ja. Richtig, zum Beispiel Rennbahn-Express, was die alles für Fragen gestellt haben und was wir für Fotoshootings gehabt haben, gemeinsam mit Rose und umarmen und was da für Bilder gibt, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Also ich bin jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre mit dem Oliver zusammen, wir haben zwei Kinder, aber es gibt keine Fotoshootung mit uns zwei, weil ich das einfach... Da schiebe ich halt mittlerweile den Riegel vor, weil man einfach denkt, okay, ein bisschen Privatsphäre muss man sich einfach bewahren. Nur, das weißt du ja nicht, mit wie alt warst du damals? 20. 20. Mm. Du kennst ja das Business nicht. Jetzt sagt da irgendwer, ja, mach mal das. Und am Anfang, ich wäre auch so, würde ich mir denken, ja cool, das klingt super, ich ja noch gar nicht die Auswirkungen implizieren kann. Weil es ja toll ist, man ist ja frisch verliebt, man macht die Fotos, nur blöderweise hat halt die Beziehung dann nicht ewig gehalten und dann wollten trotzdem alle wissen, warum es vorbei ist und Interviews und da will man ja dann im Normalfall nicht so, also ich wollte nicht drüber reden, sondern... Vor allem, es ist ja nicht das Thema, um das geht, weil es geht dir um die Musik und jetzt, wenn dann alle dauernd über das reden, irgendwie ist ja auch nervig. Aber auch das hat sich natürlich über die Jahre jetzt verändert.
gerade zu Beginn, gerade wenn du aus einer Castingshow kommst, dann sind natürlich diese ganzen Matzen, was eingespielt werden, da geht es nicht nur um Musik, weil die Leute wollen dich ja mal privat. Du willst ja mal kennenlernen. Ja. Da hat es dann eine Homestory gegeben, weiß ich noch, im Kinderzimmer war der ORF bei mir in Altenberg bei Linz und wir haben, weiß ich nicht, meine Eltern wurden interviewt und meine Freunde und das gehört halt einfach zu so einer Castingshow und zu dem dazu, das ist halt eine Unterhaltungssendung, ja. Ist ja keine Musiksendung ja, in dem ja, Sinn, ja. Sondern eine Unterhaltungssendung mit Musik. Und das ist halt jetzt schon anders. Also jetzt ist auf alle Fälle immer die Musik im Fokus und natürlich geht es ein bisschen hintenrum, weiß ich nicht, wie managt man das mit den Kindern, wenn man auf Tour fährt oder wie geht sich das alles unter einen Hut aus. Aber im Mittelpunkt, im Fokus steht immer die Musik, das war damals nicht so. Und natürlich war das sehr, sehr arg für mich und vor allem, glaube ich, für meine Eltern. Also gerade zu Beginn, ich bin immer schon zum Beispiel sehr, sehr schlank gewesen, sehr dünn gewesen. Ich habe halt guten Stoffwechsel, wie auch immer. Aber da sind ja teilweise, weiß ich nicht, in diversen österreichischen Medien waren dann Headlines wie Christina Stürmer magersüchtig. Dann hat man mir schon einmal noch gesagt, dass ich Drogen nehme, weil nur Drogenabhängige sind so Tautür, wenn ich das so sagen kann. Und das war natürlich, ich war immerhin schon 20. Also es war ja, hat ja andere Kandidaten gegeben bei Starmania, die waren erst 16. Also da muss es ja nur schlimmer gewesen sein. Noch schlimmer, ich stelle vor, ja. Und ich war mit 20, bin ausgezogen von daheim und meine Eltern zu Hause und lesen dann, Plagzeile, Drogensüchtig und Drogensüchtig, Magersüchtig. Also da rufen natürlich jegliche Bekannten bei meinen Eltern an und sagen, ist mal, was ist mit der Christina, ist da alles okay, ist das alles okay? Und die ja so, oh. Also wir haben ja ständig Kontakt gehabt, die haben gewusst, wie es mir geht, aber natürlich, auf einmal lasse ich mein Kind in die freie Welt, in die große Welt, nach Wien. Was ist schon Challenge genug ist. Und dann hat es ein Management, oh mein Gott, Management ist sowieso Management, die wollen ja immer nur alles, die saugen meine Tochter, hat sie alles, da kann sie nicht Drogen fängen, genau. Also, ich hätte gar nicht gewusst, was ein Management macht, ehrlich gesagt. Das ist also so stört man sich halt, dass damals haben sie meine Eltern das vorgestellt. Also ist ja logisch, die Tochter zieht aus und dann nicht zum Freund in die Wohnung, zwei Gassen weiter, sondern in die große Stadt, zwei Autostunden entfernt oder zweieinhalb. Und dann hat es ein Management, das böse Management. Und dann stehen die Zeitungen vor der Haustür auch noch und reden mit den Freunden wahrscheinlich und solche Sachen. Ne? Oder haben sie es nicht so gemacht? Ja, die Freunde von mir waren immer so schlau und haben das alles abgeblockt, weil die waren alle nie so, dass sie so kamerageil waren. Okay. Und meine Eltern ja auch nicht. Und ich glaube, dass mir, zu deiner Frage zurück, das sehr geholfen hat. Voll. Weil wenn ich zu meinen Eltern nach Hause bin oder wenn wir telefoniert haben, ist es natürlich darum gegangen, wie es mir geht, aber nie um, wow, du bist so toll und wow, und so viele Leute waren da und wie viele Termine hast du gehabt, also schon wie viele Termine hast du gehabt, aber hast du eh genug Zeit gehabt zum Essen, geht's dir eh gut, trinkst genug, weil sonst kriegst du Kopf. Also, weil man ist ja nicht der Star, man ist ja trotzdem immer das Kind. Genau. Wurscht, wie alt man da richtig ist. Richtig. Ne? Also, und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich da nicht auf dem Gold- oder auf dem Silbertablett herumtragen worden bin, sondern von meiner Familie und von meinen Freunden. Also eigentlich das komplette Gegenteil. Also ich habe mich, die haben mich nicht anders behandelt. Sondern im Gegenteil, wieso bist du nicht öfter daheim? Kannst du das nicht bitte besser einteilen, dass du öfter noch mit uns fortgehen kannst? Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug, da geht noch mehr. Das ist die perfekte Kombination, weil es gibt ja auch das Gegenteil, wo du so wie Eislauf-Eltern hast, die halt die Karriere pushen wollen, die vielleicht dann selber das Management oder so machen. Ich glaube, das ist dann das Schlimmste. Ja, wenn du dann nur hörst, was macht er jetzt für Termine? Ja, schaut gut, dass sie nicht bei den Geißen so aufgewachsen ist. Ne? Was schaut das heute anders aus? Oder bei den Kardashians. Aber pass auf. Kris Jenner. Ich weiß nicht, das ist, mittlerweile ist es ja auch überall mehr und mehr Thema, dass die Kinder heutzutage, wenn du Kinder reden hörst, ja, die haben alle einen bundesdeutschen Zungenschlag. Ja, es ist so, weil sie durch die diversen Medien sozialisiert werden. Du hattest ja auch so eine Form der Metamorphose hinter dir, ja? Wo man ja irgendwie hört, ja, ihr redet ja gar nicht mehr österreichisch und so weiter. Ist logisch, weil das ganze Geschäft passiert da draußen. Aber was mich immer interessiert hat, war, gab es da eigentlich Anfeindungen, dass du jetzt ja gar nicht mehr österreichisch redest? Oh ja, also so richtig.
Also mich hat einerseits gestört, dass mich die deutschen Fernsehsender mit Untertitel eingeblendet haben. Genau. Bei Interviews? Da haben wir gedacht, das kann es ja wohl jetzt nicht sein. Also das ist ja wie, also Deutschland ist ein Steinwurf entfernt. Aber Entschuldige, das machen sie bei Bayern auch. Ja, wenn wirklich? Die Bayern interviewen, stehen es dann auch manchmal so. Okay. Ist ja schräg. Naja, für mich war das irgendwie, hat man gedacht, nein, das mag ich nicht. Mhm. Und dann hat man mir auch nahegelegt, gerade wie das in Deutschland angefangen hat, dass ich halt ein bisschen mehr nach der Schrift rede. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass man, also wenn ich mir das jetzt anhöre, dann ist das für mich, klingt das natürlich auch total komisch, weil das so extrem gekünstelt dann halt natürlich geklungen hat. Und dann habe ich damals 2016 Echo gekriegt und dann weiß ich noch, die Rede, meine Dankesrede zum Echo, die war halt sehr nach der Schrift. Die war sehr aufgeregt. Ich habe mir vorüberlegt, wenn ich den kriege, was ich sage. Und natürlich war das runtergelesen wahrscheinlich geklungen. Und nachdem, also da war sowieso dann Aufruhr, weil ich habe den Echo national bekommen. Und ich bin doch keine Deutsche. Und dann redet der auch noch so Deutsch. Was ist denn mit der jetzt los? Haben die Deutschen gesagt oder nein? Nein, die Österreicher. Haben sie da, also einerseits hat das nur so mal so einen Schwung gemacht, dass es in Österreich lustigerweise besser wieder funktioniert und nur mal so einen Schub gegeben hat, weil jetzt auf einmal die Deutschen finden die Christina ja auch geil. Ja. Also, die muss ja wirklich was kennen. Mhm. Vielleicht ist sie eben nicht nur aus der Castingshow und so ein Sternchen, sondern vielleicht kann die doch ein bisschen was. Und gleichzeitig die Beschwerden, dass ich mir so verstelle. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber es ist ja nur, also Musik mache ich ja die gleiche, ich bin ja nur die gleiche, ich versuche nur irgendwie, dass ich mich da drüben mal verstehen oder ohne Untertitel. Ja. Und jetzt nach die 22 Jahre ist es lustigerweise so, dass man halt lernt, was heißt lernt, meine Sprache ist halt ein bisschen anders geworden. Mhm. Ich habe nicht mehr den extremen oberösterreichischen Dialekt drinnen, aber halt auch keinen Hochdeutschen nur. Und ich werde nicht mehr, also es sind keine Untertitel mehr. Man hört sehr wohl, dass ich aus Österreich komme. Und die Deutschen verstehen mich und die Österreicher auch. Aber das ist halt eh automatisch, glaube ich, wenn man irgendwie, ich komme auch aus so einem kleinen Dorf in Oststeiermark, ja, und wenn ich Klassentreffen habe, sagen die alle, ja, du redest da komisch, ja. Also, weil ich halt mit, natürlich nach 20 Jahren mit anderen Jahren Menschen in Wien, auch zu tun hat, ne? Klinge ich halt für die Wienerische und für die Wiener klingt auch nicht Wienerisch. Ja. Naja, und bei uns in der Crew, im ganzen Team, ist ja alles, wir haben einen Spanier, gut, der spricht jetzt zwar nicht Spanisch, aber der spricht schon Deutsch, aber auch mehr nach der Schrift, also die österreichische Mundart hat er auch nicht, der Klaus, genau. Ja. Und dann haben wir aber Deutsche natürlich auch, da kommt der eine aus Frankfurt, der andere kommt aus München, der Manager, also es ist natürlich eher ein Mischmasch. Hörst, dann haben wir Südburgenland dabei, der bört mir nur an. Wirklich? Von wo ist der? Das ist meine Hut. Großbäderstorf. Großbäderstorf, das ist mein Bezirk. Ja, ja, aber weißt du, das hat auch, glaube ich, damit zu tun, bei 22 Jahren ist eine Generation. Mhm. Ja? Das heißt, da ist eine neue Generation, die sich auch durch die Medienvielfalt viel mehr dieses bundesdeutsche Idiom mittlerweile angewöhnt hat. Wenn die da in der Volksschule Kinder interviewen am ersten Schultag, da glaubst du wirklich, du hörst lupenreines Hochdeutsch. Ja, aber bei uns ist es zum Beispiel so, also meine Kinder gehen ja Kindergarten und die Große in die Schule und da wird auch viel mehr nach der Schrift gesprochen, schon von den Pädagogen. Wie jetzt früher zum Beispiel, wie ich in die Volksschule gegangen bin, ich habe mit meiner Mama letztens geredet, weil die war ja Volksschullehrerin und die hat jetzt nicht das tiefste Oberösterreichisch geredet, aber nicht astrein nach der Schrift früher. Also die hat das sicher nicht so einen unterrichtet. Akzent gehabt, genau. Ja. Aber du bist ja überhaupt der Christkindl, heißt Christa, ne? Christel oder Christel, wie auch immer. Aus der Christel ist die Christina geworden. Aber trotzdem ein Christkind, weil manchmal ereilen dich ja wirklich völlige Blödheiten, wie zum Beispiel 2012 die Geschichte mit der Bundeshymne. Ne? Mhm. Das hat dich ja auch eigentlich irgendwie getroffen. Damit, du warst ja nicht vorbereitet, oder? Hat man dir gesagt, pass auf. Jetzt musst du aber kurz auf die Springer. Ja, das muss man aber ich war halt der Meinung, es hat sich eingebrannt in Österreich, aber offensichtlich nicht. Nein, sondern es geht darum, dass so wir Söhne und Töchter mittlerweile in der Hymne haben. Ja. Und sie hat eine Töchterversion gesungen im Auftrag des Bundesministeriums. Genau. Das war eigentlich nur, unter Anführungsstrich einmal, eine Werbung. Genau. Eine Werbung und für diese Werbung, für Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, die haben mich gefragt, ob ich für diese Werbung eben von wegen Förderung, Kinder,
auch Mädchen natürlich, dass man die Bundeshymne da halt einfach für die Werbung umtextet. Und aus dem ist da was ins Rollen gekommen, ich sag's euch. Wirklich? Aber ist ja gut. Ja, der Verlag hat sich beschwert, nicht? Und so weiter, nicht? Und da war mit Klage und was der Kuckuck, was da ist. Und aber ist dann daraus diese neue Version entstanden dann, die wir jetzt haben? Oder? Vielleicht ist es auf dem irgendwie, vielleicht habe ich da was losgedreht. Also in deiner Version waren nur Töchter quasi dann? Oder nein, die Töchter und Söhne. Ja, so beide. Beides. Aber das Theater, weil das hat dann irgendwie die Erben von Paula von Preradovic, ja, genau. Die haben ja dann irgendwie gemeint, das ist eh alles wunderbar, aber der Verlag hat ja gesagt, das ist unsere Aufgabe, quasi das Copyright zu schützen und das Werk zu schützen. Aber das ist extrem cool, das heißt, du warst die Erste, die das quasi gesungen hat. Genau, also es ist jetzt im Endeffekt natürlich eine andere Version geworden, also eine andere Melodie ein bisschen und eine andere Version, weil wir haben es ja doch im Christina Stürmer Gewand, also ein bisschen auf rockiger gemacht für diese Werbung. Du, wenn wir kurz über dein neues Album plaudern, was jetzt rauskommt, MTV Unplugged. Das ist letzten Sommer im Volkstheater aufgenommen worden und dann, wie bei der Recherche habe ich schon gewusst, MTV Unplugged sagt man natürlich was. Dann bin ich auf die Webseite gegangen von MTV Unplugged, also MTV, habe das gegoogelt. Auf der MTV-Webseite steht dann Unplugged 3, Achtung, Paul McCartney, LL Cool J, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Nirvana, Jimmy Page, Bob Dylan, Kiss, Oasis, Sting, Herbert Grönemeyer, die Fantastischen Vier, Ärzte, Totenhosen, Udo Lindenberg, Xavier Naidoo, Sido, Peter Maffay, Sportfreunde, Stiller. Was fällt uns auf? Keine einzige Frau, das gibt's ja nicht. Ja. Und drum habe ich mich dann doppelt gefreut bei der Recherche. Du bist die erste Frau im deutschsprachigen Raum mit MTV Unplugged. Ja. Sensationell. Also ich habe das wahnsinnig arg gefunden. Also es war ja so, dass wir 2020, habe ich überlegt, was ich so zum 20-jährigen Jubiläum dann mache. Weil eigentlich haben wir ein neues Studioalbum geplant gehabt, aber dann hat uns halt Corona so ein bisschen dazwischen gefuscht. 2020, wie viel? Genau. Und dann habe ich einfach den totalen Fokus auf dieses 20-jährige Jubiläum gehabt einfach und habe mir überlegt, was da cool wäre zu machen, ein neues Studioalbum oder die großen Hits einfach nur Best-of oder mit einer Jazzband oder was auch immer. Und dann ist ein Freund von mir und jetzt der Regisseur von dem MTV Unplugged, der Ingo Bertram, einmal um die Ecken gekommen mit, wieso überlegst du so lange, Segler, muss der MTV Unplugged machen. Okay. Und so sind dann eigentlich die ersten Gespräche mit MTV Germany einfach zustande gekommen. Und da, ich glaube sogar beim ersten Zoom-Gespräch, ich war gerade hochschwanger mit meiner zweiten Tochter, haben wir halt schon so geredet über wer mögliche Gäste sein könnten. Und dann haben die da so nebenbei einmal erwähnt, dass es nur gar keine deutschsprachige Frau gibt eigentlich. Und ich habe mir gedacht, hä? Wie kann das sein? Also ich habe natürlich gewusst, Lauryn Hill gibt es eben, Alicia Keys und so weiter, Alanis Morissette, aber es gibt Anena, es gibt dann Nina Hagen, also da gibt es ja viele riesengroße Frauen, tolle Frauen und war sehr verwundert, weil ich das nicht auf dem Schirm gehabt habe. Ich habe gewusst, dass da Andreas Cavalier MTV Unplugged gemacht hat und Santiano eben und Fanta 4 und Revolverheld und wahnsinnig viele deutsche Männer. Aber ich war schockiert eigentlich. Umso mehr haben wir dann gedacht, jetzt erst recht. Unbedingt. Also wenn es nur keine gibt, dann, also Entschuldigung, das kann es aber wirklich nicht sein. Die Aufzeichnungen kann man sich auch auf YouTube anschauen, sind ja sensationell. In der Volksoper, im Volkstheater. Ich verwechsel die zwei immer. Es hat ja legendär ausgeschaut, einfach dort das Setting auch, ne, mit diesen roten Sesseln und die Bühne dann. Und du hast ja ganz besondere Gäste. Ja, also wir haben lange überlegt, wie wir das ganze Setting eben machen auf der Bühne, ob wir es also irgendwie groß inszenieren oder doch wieder so runterbrechen aufs Wesentliche. Also so jetzt wie, weiß ich nicht, Nirvana, was einfach jetzt nicht so aufblasen ist einfach. Der ist ja nur mit dem Stuhl, glaube ich, gesessen, ganz allein. Ja, und das war mir dann sehr, sehr wichtig, dass es einfach ein Bühnenbild ist und dass das dann einfach bleibt und dass man es eben aufs Wesentliche runterbricht. Wir haben wahnsinnig schöne Kulisse gehabt und mit ganz, ganz vielen alten Bildern und Sachen eben, was so in den letzten 22 Jahren, 20 Jahren einfach sich so angesammelt hat. Und also so ein bisschen Wohnzimmer-Proberaum ist so die Kulisse. Und dann war eben die Frage, wer noch als Gast auf die Bühne kommt. Und ich kann, also es war eine lange Liste,
an möglichen Gästen, weil natürlich Management was vorschlägt, MTV Germany hat was vorgeschlagen, ich habe meine Ideen gehabt. Aber ich kann sagen, dass meine A-Kandidaten, die Prio-Kandidaten, zum Glück alle zugesagt haben. Mhm. Das ist echt eine super geile Mischung, finde ich einfach, was da dabei ist. Es sind deutsche Kollegen dabei, eben wie Sportfreunde Stiller. Das war für mich ein Muss. Also nach denen hätte ich, glaube ich, alles gerichtet. Also ich habe gesagt, wenn die keine Zeit haben, dann müssen wir das schirmen. Also dann müssen wir das auch an einem anderen Tag aufzeichnen. Weil das war so deine Erweckungsband, oder? Kann ja, man sagen. Die, genau. Die für dich. Naja, wie ich vorher schon gesagt habe, die Autofahrten, die ich von Oberösterreich nach Wien gemacht habe, während der Mania, habe ich Sportfreunde Stiller gehört. Ich habe die ganzen Anfänge von denen. Ich war ein riesengroßer Fan. Sie sind eigentlich der Grund, wieso dass ich unbedingt deutschsprachig machen wollte. Und mit einem Kompliment war ja auch so der Startschuss dann eben. Deshalb war mir das wichtig, dass die dabei sind. Dann waren mir Frauen sehr wichtig. Ich wollte unbedingt da eben Frauen dabei haben, wollte unbedingt da österreichische Frauen auch haben. Und die Mattea hat sofort zugesagt, was ich super finde. Sehr cool. Weil es einfach eine ganz andere Generation ist. Sie ist in einer Welt, klingt jetzt blöd, groß geworden, wo es eigentlich kaum nur CDs gibt. Also die ist im Streaming groß geworden. Und das ist mir total spannend, wenn wir zwar miteinander reden, weil wenn wir so ähnlich sind und doch so verschieden, also groß waren sie dann in einer anderen Zeit einfach. Total spannend, also für beide Seiten. Und dann eben die Ursula Strauss, die Hochkultur und Schauspielerin, das war mal, das ist wahnsinnig lieber Mensch. Mhm. Wahnsinnig lieber Mensch. Dann natürlich, der nicht fehlen durfte, Wolfgang Ambros. Sensationell. Du bist das ist einfach, ich bin so froh, dass der zugesagt hat und dass der dabei war. Das war mir so wichtig und der war auch der unkomplizierteste von allen. Also man hat mir ja immer gesagt, das ist ein alter, grantiger Mann. Und ich habe vor 20 oder 22 Jahren, also die ersten Konzerte, wir haben in Burkersdorf gespielt und da habe ich ihn kennengelernt und ich habe den super gefunden immer. Also er war mir immer wohlgesonnen und ich habe wenig von einem alten, grantigen Mann immer mitgekriegt. Und wir haben uns aber dann irgendwie aus den Augen verloren und haben uns nur ab und zu einmal gesehen, wenn wir halt gemeinsam irgendwo gespielt haben. Und das war mir so wichtig, dass er dabei ist. Und der hat, also der war alles. Also wir haben uns ohne Management und irgendwas unsere Proben ausgemacht. Es war alles so easy und so. Keine Star-Allüren überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Also wo man meinen würde, okay, der ist am längsten im Business und der ist halt am ältesten von allen, der hat wahrscheinlich die meisten Anforderungen oder wie sie am schönsten haben oder was auch immer. Na, geht. Aber ich ich empfehle allen bitte unbedingt das Video auf YouTube anschauen. Du bist wie die Winterson. Ja, das habe ich mir gewünscht von ihm und er war gleich einverstanden. Es war so schön. Ich habe zuerst Gänsehaut gehabt, habe ich es nur im Radio, also auf gehört einmal nur, ohne Bild. Und bis mit Bild habe ich wirklich ehrlich, ich weine sehr schnell. Aber ich habe wirklich weinen müssen, weil es so berührend war, wie er da sitzt und du ihn dann anstrahlst und ihr das dann auch von den Stimmen her, wie sich das schön ergänzt, großartig. Ich habe nur immer Tränen in den Augen, wenn man es anhört. Das ist ganz spannend. Also wenn wir uns den Mix angehört haben, war das immer sehr, also nicht spätestens dann, wenn er mit der Mundharmonika anfängt. Genau. War bei mir immer, ist ein bisschen übergegangen. Ja. Ja, aber Stichwort weinen. Ich muss mich da einklinken, weil ich fange auch gleich zum Weinen an. Weil ich muss auf die Uhr schauen, meine Lieben. So leid es mir tut, das ist furchtbar. Jetzt haben wir einmal Christina Stürmer hier sitzen, verstehst? Können ihr die ganze Welt zu Füßen legen, ja, über unser Austropodcastl. Und ich glaube, dass ich mich an dieser Stelle jetzt einmal recht schnell bedanke. Die Susanne sieht die Sekunden vor ihr davonlaufen. Oder? Nein, ich habe eine Frage. In der Schule gibt es manchmal so berufspraktische Tage, wo die Eltern ihre Jobs vorstellen. Ja? Super Frage. Ich darf da nicht hin. Du darfst nicht hin? Nein, weil wenn die Kinder älter werden, meine Tochter, der ist das manchmal peinlich. Aha. Ich glaube, wäre das bei dir irgendwie ein Thema. Was jetzt? Dass du das machen darfst später mal. Später? Ja.
Also finden deine Kinder das cool, ja, was du machst? Ich glaube, meine Kinder finden das eigentlich sehr cool. Also die singen auch immer wieder die Lieder von mir, obwohl wir sie nicht zu Hause hören. Also immer nur so in so Hardcore-Zeiten, sage ich jetzt mal, wo wir Mixe durchhören. Aber seitdem ich jetzt bei MTV Unplugged auch die Lieblingsband von meiner Tochter gefragt habe, ob sie als Gast dabei sein deine wollen. Freunde? Deine Freunde aus Hamburg. Also jetzt habe ich, glaube ich, ausgesorgt. Jetzt bin ich mein Lebtag lang bin ich die coolste Mama ever. Also da regiert gar nicht Raff Camora, Jesus und Bones MC. Nein. Das kommt noch wahrscheinlich. Ab in zwei ein Viertel. Aber ich habe eine wie meine Tochter und ihre Freundinnen ungefähr so in dem Alter waren wie deine jetzt, waren sie Hardcore-Fan auch von deiner Musik. Und ich werde nie vergessen, wir sind nach Gänserndorf, das ist so ein Kletterpark, gefahren. Hinten die drei Kinder auf der Rückbank. Ich schwöre dir, 30 Mal hintereinander Bus nach London. Ohrwurm des Jahres. Irgendwann haben sie gesungen und ich küsse dich. Und die andere hat dann gesagt, mir wird langsam schlecht. Ja. Dann habe ich gesagt, bitte nicht ins Auto. Und dann haben sie so eine Kappe und dann hört, ich küsse dich unterm Eiffelturm und dann habe ich nur mehr gehört. Und dann haben wir und das ist jetzt die Erinnerung. Meine Lieben, wir müssen zum Ende kommen. Liebe Christina Stürmer, ich danke recht herzlich. Ich sag danke. Auch im Namen der Susanne. Vielen Dank und wirklich große Empfehlung. Erstens sich das Album, da gibt es auch eine ganz coole Vinyl. Genau, 22 Stücke auf Vinyl. Wie 22 Stück? 22 Lieder. Lieder, jetzt, aber ich glaube, es gibt nur 22 Platten. Nein, klar, also es gibt schon ein paar mehr. Okay. Ich glaube, mindestens 25 haben wir. Es gibt ja auch eine extrem coole Konzertreihe, wo du sogar Konzerttermine einschieben musstest, weil die so schnell ausverkauft waren. Ne? Ja, also Wien war wahnsinnig schnell ausverkauft. Dann haben wir Salzburg nachgelegt und das war auch wahnsinnig schnell ausverkauft. Und da haben wir jetzt einen zweiten Termin in Salzburg. In der Szene, genau. In der Szene, genau. Und dann sagen wir aber noch dazu, dass es am 11. los geht. Mhm. 11. April in Salzburg, Durchstadt. Genau. Wir wünschen dir alles Gute, herzlichen Dank, dass du da warst, bleib wie du bist. Dankeschön. Ich habe da noch eine Feststellung, das war gar keine Frage, sondern eine Feststellung. Du hast die optisch überhaupt nicht verändert. Na, glaube ich nicht. Also, gar nicht. Ja. Also, ob das jetzt an der vorgeschobenen Magersucht lag oder was auch immer. Aber gratuliere dir zu deinem jugendlichen Aussehen, zu deinem, du hast dich auch so nicht verändert, finde ich. Ja, du bist einfach die Christina der Nation. Danke. Dafür sind wir dankbar. Sehr schönes dass wir Schlusswort. Das ja, ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen, weil ich glaube, du hast ganz am Anfang gesagt, durch deinen Dickschädel war das geschuldet. Ja. Ich glaube, das ist schon cool und wichtig, wenn man sowas hat, weil ich glaube, nur so kann man sich so positionieren und das wirklich konsequent und super authentisch durchziehen und sich nicht jetzt von 17.000 Fans und Meinungen Dickschädel herum, ist wichtig. Das ist wichtig. Mein Schlusswort. Ja, Dickschädel. Habt alle einen Dickschädel. Lasst eure Kinder ein bisschen einen Dickschädel haben. Ist wichtig für einen Charakter und für das Leben später. Absolut. Wir schließen mit den Worten des Dr. Kurt Ostmann. Passt auf euch auf. Lasst euch nichts gefallen. So schaut's aus. Bussi. Baba. Und dann schaust du zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unbedingt